Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es um Metallica Hardwired to Self-Destruct. Ja, richtig, das ist kein Film, das ist ein Musikstück, ein neuer Song der amerikanischen Metalband Metallica. Und ich muss natürlich erstmal kurz erklären, wo ich herkomme. Ich höre die Band seit 2003. Ich habe mir damals den Film angeschaut zum Kind of Monster, habe mir dann St. Anger angehört, habe gesagt, das ist auf jeden Fall cool. Ich bin dann umgesprungen auf das Black Album und dann kamen die ganzen alten Klassiker. Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Injustice for All. Ich habe mir natürlich auch Load und Reload angehört, kann allerdings nur eine Handvoll Songs davon empfehlen. Dann kam er endlich nach St. Anger, kam Death Magnetic, quasi die Rückkehr an den Himmel der Rock- und Metal-Giganten. Und ich muss sagen, das Album war solide. 2008, 8 verfickte Jahre hat es jetzt gedauert, bis wir neue Musik hören von Metallica. Und ja, ich lasse bewusst Lords of Summer aus, denn dieser Song ist eine Farce. So, jetzt sprechen wir über Hardwired to Self-Destruct. Was ich dazu noch sagen muss, ich bin selbst Schlagzeuger. Ich habe in ein paar Bands gespielt. Wir haben einen Song im Studio aufgenommen, nämlich unser Cover von Black Tears von Heaven Shall Burn. Und naja, und ich komponiere halt auch selber Stücke. Das sind klassische Stücke, das ist Filmmusik, das ist natürlich auch mal ab und zu ein Metal-Song. Ich habe dann auch den ein oder anderen Song auf diesem Kanal versteckt. Gut, aber jetzt sprechen wir über Metallica Hardwired to Self-Destruct. Ich wollte nur kurz einläuten, damit ihr auch merkt, dass ich jemand bin, der weiß von was er spricht. Dieser Song leitet ja jetzt quasi diese neue Ära von Metallica-Songs ein. Am 18.11., am 18. November dieses Jahres kommt Hardwired to Self-Destruct, ich wollte schon sagen, in die deutschen Kinos, in die deutschen Musikläden und auf iTunes und whatever. Gut, jetzt sprechen wir mal ein bisschen über den Song. Also, wie gesagt, es klingt pseudo-hard. Das ist halt, Metallica sind ja mittlerweile die größte Metallica-Coverband und auch die erfolgreichste Metallica-Coverband. Sie machen seit Death Magnetic eigentlich nur noch lieblos generisches Zeug, obwohl ich denen nicht unterstellen möchte, dass sie da keinen Bezug mehr zu haben. Aber ich würde behaupten, sie sind einfach entweder zu alt, zu ausgebrannt oder sie haben einfach vergessen, wie alt sie wirklich sind. Der Song an sich funktioniert hundertprozentig live. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn da die Lichter darauf abgestimmt sind, auf das Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Der Beat an sich ist natürlich schön schnell und so weiter. Und ab und zu hat Lars Ulrich, der macht so einen kleinen Fill. Aber ansonsten wird es extrem uninspiriert, sehr repetitiv. Also das wiederholt sich andauernd, was ja natürlich auch ein Trademark ist von Metal oder Musik allgemein. Chorus, Verses und Chorus. Aber ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass man einen Riff gemacht hat und dann Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. Auch der Refrain ist halt auch extrem lieblos, das sind einfach nur Open Strings oder halt einfach nur ein Anschlag, also ganze Noten und das ist, ich weiß nicht, da geht mehr. Und dann in dem, es wirkt halt alles so generisch, weil da gibt es auch diesen B-Part dann, wie so und da habe ich mir gedacht, okay, ja, es ist schon, ihr habt jetzt den Vers, habt den Refrain, habt den Vers, habt den Refrain, da kommt der B-Part, also beziehungsweise der C-Part und dann geht's nochmal zurück in den Refrain. Der Song an sich, der dauert nur 3 Minuten, was an sich auch schon ein bisschen naserümpfend ist, weil man merkt dann halt einfach, okay, wenn dann diese 3 Minuten auch echt zünden, von mir aus. Ich weiß natürlich nicht, ob das, naja, das Aushängeschild des neuen Albums ist, dass es halt extrem kurze Songs gibt und alle irgendwie voll auf der Fresse sind, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber dieser Song macht mir eigentlich nur bewusst, dass bei Metallica jetzt gerade eben so das ein oder andere Problemchen auftritt. Sie werden sich ihres eigenen Alters bewusst und möchten jetzt nochmal panisch versuchen, richtig hohe Kacke zu hauen. Kann funktionieren. Ich hab gesagt, der Song kann live wahrscheinlich zünden. Er hat auch ein gewisses Ohrwurm-Material. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass der Song schlecht ist. Ich möchte allerdings auch nicht sagen, dass der Song gut ist. Der Song ist, wenn überhaupt, interessant. Weil das ist auch wieder der erste Song seit Jahren, wo James Fuck und Shit sagt. We're so fucked. Shit out of luck, hardwired to self-destruct. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist generisch. Und da habe ich mir halt auch gedacht, okay, das ist natürlich das Aushängeschild von Metallica, dass sie halt so klingen, sie haben ihren Signature-Sound. Aber dass es halt dann immer wieder das Gleiche ist. Das mit zum Beispiel My Apocalypse, hier Hardwired to Self-Destruct. Noch diese andere Komponente, dass mich der Song irgendwie sehr an Slayer erinnert. Also dieses Riffing zum Beispiel und der schnelle Beat erinnert mich an Slayer. Jetzt nicht unbedingt an altes Metallica-Zeug, obwohl natürlich so ein bisschen vielleicht Damage Inc. reinkommt, ein bisschen Dire's Eve und so. Also die einzelnen Elemente sind da schon wieder zu hören. Es ist jetzt die Frage, ist das ein Song, der einfach nur rückwirkend die alten Songs irgendwie versucht einzufangen, um zu sagen, we're back, motherfuckers. Oder sagen sie, das ist der Tone des neuen Albums. Weil das ist ja ähnlich wie im Kino bei einem Teaser-Trailer. Man zeigt quasi das allererste, was du von diesem neuen Produkt bekommst, setzt dir eigentlich den Tone. Und wenn Hardwired to Self-Destruct das neue Ding ist,
Okay, aber ich wünsche mir auf jeden Fall mehr als zwei Riffs, ein absolut kurzes Solo, was Kirk Hammett wahrscheinlich noch irgendwo auf dem Pro Tools übrig hatte. Und ein sehr uninspiriertes und kurzes Solo. Und ich habe jetzt auch schon einzelne Reaction-Videos gesehen, wo halt dann Fans darüber gesprochen haben, oh, it's short, but it's nice. Also, ja, that's not the point. That's not the point. Der kann kurz sein, aber nicht nur Quantität, sondern auch Qualität müssen hier eine Rolle spielen. Dazu ist der Song einfach zu uninspiriert. Es passiert zu wenig. Ein hirnloses, leeres Trash-Mosh-Monster. Und jetzt, wo ich noch gerade gesagt habe, dass das irgendwo rumlag, ich habe das ganz große Gefühl. Weil der Song klingt noch von den Gitarren und von den Drums her, als wäre er aus den Studioaufnahmen von den Death Magnetic Sessions. Weil er klingt einfach so wie ein Song von der B- oder C-Seite von diesem Album. Das hörst du an den Drums, wie die ausgesteuert sind, wie die, also der eigentliche Sound von der Bassdrum und so weiter. Und das war ja im Endeffekt auch Lords of Summer, war ja auch so ein Beyond Magnetic-Ding. Und ich hoffe einfach, dass Hardwired to Self-Destruct, mein Gott, was für ein scheiß Albumtitel. Das soll jetzt eine neue Ära einläuten. Wenn sie schon unbedingt weitermachen müssen, dann eine neue Ära einläuten. Und ich hoffe, es hört sich nicht so an wie Death Magnetic. Nichts gegen dieses Album. Das war ein solides Album. Und ich sage immer noch, All Night Long ist einer der besten Songs, die sie so jemals gemacht haben. Aber wenn das jetzt wieder genau das gleiche wird, dann habe ich da keinen Spaß dran. Eine Band muss sich auch immer mal wieder neu erfinden. Ich verlange jetzt auch nicht, dass jedes Album anders klingt wie bei den Red Hot Chili Peppers oder sowas, aber ich möchte auch nicht diese, naja, Metallica-Charts einfach abgehen. Weil das ist dann, das macht dann das Hören, macht dann auch keinen Spaß mehr. Ich möchte endlich mal wieder eine Gänsehaut spüren, wenn ich von denen was höre, was Neues. Wo ich mir dann einfach sage, fuck yeah, fuck up your fucking face. Dass man einfach Spaß hat, irgendwie zu hüpfen, zu headbangen und zu moschen. Und im Augenblick sehe ich mich noch nicht sehr begeistert. Jetzt möchte ich mal euch fragen, was haltet ihr von Metallica Hardwired to Self-Destruct? We're so fucked, shit out of luck. Oder wir haben es ganz gut und das wird alles ganz nett. Also so, sagt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken, schreibt sie in die Kommentare. Dann war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze und natürlich beim Musikhören, bei der Musik eures Vertrauens. Ich bin Vexation, ich bin der Filmemann and shit out of luck.